So Leute, herzlich willkommen im zweiten Teil von meinem Video aus dem Hotelzimmer im Phoebe Hotel. So, jetzt geht's hier weiter, wie ich schon gesagt habe. Gibt es hier eine Klimaanlage, weil es hier auch öfters mal zu heiß ist, vor allem wenn man im Sommer da ist, was man meistens ja ist. Hier hat man einen Fernseher, der ist recht klein, aber sagen wir mal so, man ist ja nicht da, um hier Fernseher zu schauen, aber um jetzt am Abend vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten Fernsehen zu schauen oder auch mehr, denke ich mal, reicht das. Hier hat man verschiedene Sender, meistens deutsche Sender, weil das Hotel eher was, also es ist eher für Deutsche ausgerichtet, an Deutsche ausgerichtet sozusagen, an deutsche Besucher, Gäste. Genau. So, jetzt wollte ich hier, ja, hier hat man noch einen Stuhl, Minibar haben wir jetzt, sieht halt, hat man jetzt. Haben wir jetzt nichts drin, sieht lustig aus, ne? Man kriegt zwei Flaschen Wasser am Tag und am ersten Tag, wo man hier ankommt, kriegt man noch Saft, Kirschsaft und sowas. Ja. Also man hat ja eine Bar da, wo, wie bekannt, all inclusive alles. Man kann so viel trinken, wie man will, aber was ich halt nicht so gut finde, dass man drinnen im Minibar, im Hotel, im Hotelzimmer, keine wirklichen Getränke, so Softgetränke hat, wie Cola, Fanta, Sprite, das hat man dann nur in der Bar. Kann man hier jetzt nicht trinken. Was es in anderen, halt einigen anderen Hotels aber gibt. Natürlich, das ist ja ein 4-Sterne-Hotel und deshalb ist das sozusagen ein kleiner Nachteil. Ja, hier haben wir noch eine Schublade, kann man einfach was reinlegen, genauso dort. Und jetzt wollte ich euch einfach noch mal zeigen, wie es dort auf dem Balkon aussieht. So eine kleine Verriegelung. Wenn ich das jetzt aufmache, geht die Klimaanlage direkt aus. So, sieht man. So. Jetzt zeige ich mir mal, was hier ist. So, jetzt bin ich hier auf dem Balkon. Wollte ich euch einfach mal zeigen, was es hier noch so gibt. Ja. So sieht der Balkon aus. Habe ich ja schon ein kleines Video dazu gemacht, aber ja, das ist der Blick auf das gegenüberliegende Hotel Nova Park. Nova Park heißt das. Und da das Siede Mare, das ist ein 5-Sterne-Hotel, das ist ein 4-Sterne-Hotel da drüben. Und genau. So schaut's aus. Hier hat man noch ein paar Stühle, wo man sitzen kann. Kleinen Tisch. Aber ja, so sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war's erstmal. Bis bald.